Fuck, 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 fuck. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, das nervt mich hier gerade, H1Z1. Und es gab ein Patch, ich weiß nicht, was der Patch bewirkt, scheinbar macht er unsere Sachen kaputt. Jedenfalls haben wir hier die... Ja. Scheinbar macht er unsere Sachen kaputt, sag ich ja. Jedenfalls sind die, Durability, also die Haltbarkeit, ist mega schlecht bei den Dingern jetzt neuerdings. Keine Ahnung warum. Also, ja. Wir looten hier erstmal ein bisschen. Gucken mal, ob der Loot immer noch so ist. Scheinbar ja, würde ich so spontan erstmal behaupten. Zack, hier ist nix. Liegt hier irgendwo noch was? Hier vorne vielleicht was drin. Antibiotics. Hier im Dings. Schreibtisch. Multivitamin. Im Desk. Erstmal hier die Taschenlampe nehmen, damit wir auch genug sehen. Das. Das hat dann aber wieder mehr Haltbarkeit. Dann ziehen wir das doch an. Wie kann ich das jetzt am besten anziehen? Das esse ich. Dann habe ich Platz für die Sachen, die in der Jeans gerade sind. Die packe ich dann dahin. Zack, zack. Zack. Dann zerreiße ich die Jeans. Dum, dum, dum. Und ziehe die neue an. Dann habe ich wieder eine Jeans, die intakt ist. Und habe insgesamt 15 Scrap of Claws. Von daher machen wir uns mal ein Satchel hier schnell. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch einen Backpack Frame. Wie auch immer wir das bekommen, weiß ich gerade nicht. Und dann könnten wir uns... Ja, ich hätte mir gar keinen machen müssen. Der Satchel war das Unnötigste, was ich je getan habe. Und ich krieg da jetzt nur zwei sogar nur. Jetzt habe ich das T-Shirt schon destroyed. Ich wollte es gar nicht destroyen, ich wollte es anziehen. Aber macht ja nichts. Ich habe jetzt ein Backpack gefunden, was sehr nice ist erstmal. Und hier sind noch weitere Häuser, die wir looten können, aber auch Autos. Und das werde ich jetzt auch direkt tun hier. Auto, Binocular, das nehmen wir nicht mit. Gucken wir mal in das andere Haus hier. Erstmal Tür zu. Hier liegt irgendwas rum. Was ist das? Eine Axt. Eine Axt, Freunde. Da werfen wir doch einen Hammer gleich mal weg. Eine Axt, die auch fast kaputt ist. Aber naja, eine Axt. Ist immer gut, ne? Bohnen, jedes Böhnchen, ein Tönchen. Auch sehr nice. Erstmal direkt mal hier. Zack. Ich bin ja immer einer, der das direkt alles frisst, was ich finde. Also normalerweise. Hier, das nehmen wir mal mit. Einfach, weil wir es uns erlauben können gerade. Hier ist wieder Scrap of Claws. Haben wir ja auch noch nicht genug, ne? Zack. Immunity Booster. Zack. Was ist hier diesmal drin? Black Jeans. Die schreddern wir direkt, weil sonst verbraucht die 100 Platz. So verbraucht die nur 4. Zack. Was ist hier drin? Tactical Flashlight brauchen wir keins. Weil man braucht ja nicht. Was ist hier für eine Wand? Warum ist die in der Farbe und hier nicht? Das müssen wir ergründen. Dim, dim, dim. Ja, hier ist die auch in der Farbe. Keine Ahnung, was die hier reingezimmert haben. Aber es kann nichts Gutes heißen eigentlich. Zack. Dim, dim, dim. Hier ist ein Kabinett. Nix drin. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn da nichts drin ist. Ein Motorradhelm, nice. Im Weiß zwar, weil Weiß ist ungefähr die auffälligste Farbe, die es gibt. Oh, jetzt habe ich das T-Shirt schon wieder nicht angezogen. Langsam sollte ich es wissen. Wenn ich jetzt ein T-Shirt finde, ziehe ich es an. Ja, jetzt finde ich natürlich keins, Freunde. So ist das Leben. Da gehen wir direkt ins nächste Haus rein. Gucken wir, ob wir hier ein T-Shirt finden. Aber auch andere Sachen natürlich wieder. Kaffee habe ich auch noch nicht so oft gefunden, muss ich sagen. Kühlschrank ist leer. Hier ist wieder bestimmt irgendwas nix drin, sag ich ja. Hier vielleicht. Da stehen zwei Wasserflaschen. Zack, zack. Hallo, der nimmt die zweite nicht. Hier ist ein T-Shirt. Das ziehe ich jetzt an. Da packe ich die Sachen, die ich hier habe, in die Jeans. Zack, 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 zack.
Wie viel ist denn da drin in der Jeans? Packen wir hier auch noch ein bisschen rein. Zack, Scrap of Clothes, Top, Weapon Repair Kit. Dann können wir nämlich das T-Shirt schreddern. Und ein neues T-Shirt anziehen. Zack, die zerreißen wir auch, die Hose. Und dann haben wir wieder ein bisschen was an Scrap of Clothes natürlich. Davon haben wir ja so viel. Wir brauchen nie mehr Scrap of Clothes, habe ich so ein Gefühl. Außer der Server startet nochmal neu, dann natürlich schon. Und das soll irgendwann passieren. Also ich weiß nicht, wann es passiert. Ich kann es nicht sagen. Aber es soll passieren. Ich würde jetzt gerne mal hier eine Piste finden. Das wäre nice. So eine Piste, dann könnte ich den Hammer so lang wegpacken. Hätte die Axt, einen Helm habe ich schon auf. Da ist nix. Hier vielleicht eine Piste. Nein, auch keine Piste. Piste, Piste, Piste. Zack, hier noch ein Haus. Hier liegt auch keine Pistole einfach so rum. Kühlschrank, mal reingucken. Ist was drin. Ist sogar was drin. Sehr nice. Da liegt auch keine Piste. Nein. Antibiotics hätte ich fast vergessen mitzunehmen. Auch wenn wir die bisher noch nicht gebraucht haben. Einfach, weil es keinen Grund gab, die zu brauchen. Hier zerreißen, zerreißen. Ihr kennt das Spielchen, ja. Immer alles zerreißen, was geht. Dum, 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 dum. So, dann Ottoman. Blue Backpack auch zerreißen. Wir haben ja bereits ein Backpack auf. Ein Blue and Gray Backpack. Lag da vielleicht doch noch eine Waffe oder so? Auf dem Tisch. Nee, okay. Keine Waffe. Wir suchen ja die Piste, ne? Wir brauchen diese Pistole. Hier, die Tür ist zu. Die erste Tür, die zu war seit langem. Und der Kühlschrank steht auch. Das irritiert mich ein wenig. Aber wie der steht. Also nicht so, wie der Kühlschrank zu stehen hat normalerweise. Hier ist nix. Nach oben kann man nicht. In diesen Jagdhäusern kann man immer nach oben, ne? In diesen Fischerhütten oder wie man die auch immer nennen will. Eine Cap schreddern. Zack. Und den Dresser auch schreddern. Also die Blue Jeans natürlich. Den Dresser, also den, wie nennt man das auf Deutsch? Kleinen Schrank. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennt. Kleiderschrank vielleicht. Keine Ahnung. Wobei das ja nicht wirklich ein Kleiderschrank für mich zumindest ist. Aber naja. Den kann man natürlich nicht einfach so schreddern. Und jetzt gehen wir da hinten in diese Sache da. Ich weiß nicht, was das ist. Ich guck mal kurz Koordinaten. Okay, Koordinaten sind gerade auch nicht so tüfte. Müssen wir in die Richtung? Ja, wir müssen nachher in die Richtung, okay. Da läuft ein Zombie rum. Wollen wir den mal eben mit der Axt kaputt hauen? Zack. Wollte schon sagen, der wollte nicht umfallen. Was ist das hier? Ja, da gehen wir doch nicht rein, aber in die Neben. Was liegt hier? Was ist das? Keine Ahnung, ist weggespawnt. Hier gehen wir rein. Weil manchmal findet man in so Werkstätten ein paar Schätze. Hier zum Beispiel eine Batterie. Die haben die umbenannt. Die heißt jetzt Vehicle Battery. Vorher hieß die nicht Vehicle Battery. Vehicle, sorry. Vehicle heißt es ja. Oder? Wo ist hier ein Zombie? Komm, stirb. Stirb, scheiß Zombie. Stirb. Ich sagte stirb. Ey, der hört nicht aufs Wort. Zack. Geht doch, ey. Was liegt hier rum? Noch eine Batterie. Ich könnte wetten, hier ist noch irgendwo einer, aber... Naja, gucken wir erstmal hier in die Cabinets. Multivitamin, immer gut. Kühlschrank, was haben sie mir da gelassen? Empty Bottle und ein bisschen Chili. Gretz Spicy Chili, jawohl. Essen wir direkt, zack. Gegessen. Hier ist hier was drin. Dreimal Scrap Metal. Hier im Auto ist da was. Warte, ich guck nochmal hier im Büro erst. Ah, hier ist auch noch das weiterführende Büro quasi. Zack, Zucker, zack. Fallkabinetts, Munition.
Oft sind in diesem Fall Cabinets nämlich die Waffen oder halt Muni. In diesem Fall leider nur Muni. Ah, leider keine Waffen, aber naja. So ist das halt, Freunde. So ist das halt. Zack. Da ist nix. Hier liegen auch noch so Fellkabinetts und da unten liegt doch noch Shotgun Shell. Okay. Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Waffe, Freunde. Feuerzeug kann man natürlich auch immer mitnehmen. Und noch mehr Munition. So, hier im Auto. Komm. Oh, jetzt will er das Auto nicht nehmen. Hallo? Würdest du bitte dieses Auto durchsuchen? Will er nicht. Kann er das Auto durchsuchen? Das kann er durchsuchen. Scrap Metal. Juhu. Jetzt gehen wir mal hier raus. Gehen da drüben rein. Komm, da muss doch jetzt eine Waffe sein, Freunde. Das geht doch gar nicht ohne Waffe hier. Dieser Laden kann ohne eine Waffe nicht überleben. Habe ich gerade eben festgestellt. Ich blute immer noch. Hier ist mega viel Essen. Aber ich bin schon voll. Deswegen muss ich das Essen jetzt einfach essen. Und das bringt ja auch ein ganz klein wenig Trinken. Deswegen, also das ist gut. Und ich sollte mich vielleicht mal gleich heilen erstmal. Am Pack. Wo haben wir hier jetzt die Dinger? Wo habe ich die angepackt? Da unten. Fünfmal Gauze. Zack, Essen. Dum dum dum. Dum dum dum. Essen. Und dann können wir uns auch noch einen so einen Gauze gönnen. Was auch immer Gauze heißt auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Liegt hier irgendwo eine Waffe? Was liegt da rum? Ein weißer Motorradhelm. Eine Flasche. Was ist hier für ein Raum? Ah, Klo. Haben die nur Männerklo? Haben die kein Frauenklo? Ja, hier drüben vielleicht irgendwo eine Waffe. Nein, 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 nein. Okay, keine Waffe. Immer noch nicht. Vielleicht da gegenüber in der Werkstatt. Wobei man in Werkstätten meist halt Werkstattsachen findet. Oh, wer hätte das erwartet, ne? Genius. Zack, Scrap Metal. Was liegt hier? Ist das was? Nein, das ist nix. Zack, zack, zack. Hier am Auto mal gucken. Dum-dum-dum. Okay. Kann man beides schreddern einfach. Zack. Zack, Scrap of Claws. Zack. Pipe habe ich auch selten gefunden bisher. Truck einmal durchsuchen, nichts drin. Okay. Weiter geht's drüben in die Tanke. In Tankstellen findet man oft Waffen. Das muss ich ja sagen. Also immer hinten, so in diesen Büros, da liegen meistens die Waffen. Ich werde jetzt mal gucken. Also würde mich freuen. Besonders weil hier auch schon wieder irgendwas war. Hier liegt auf jeden Fall schon mal Muni. Achtmal. Hallo? Durchsuch das! Oh fuck, da kommt ein Auto. Ich will den Branch nicht. Wo ist das Auto? Weggefahren. Oder nee, das kommt näher. Der hat das irgendwo geparkt. Fuck, 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 fuck. Oh, ich bin tot, ihr Hurensöhne. Fickt euch hart ins Knie. Das gibt es nicht. Ah, jetzt kriegt man hier so Tipps. Bandage can be easily crafted from claws, so remember that some items can be salvaged into other war inputs. Okay. Mit diesem Tipp würde ich sagen, ja, verlassen wir dann auch die heutige Folge etwas kürzer als sonst, aber was soll's. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen, beziehungsweise übermorgen, wenn ihr H1Z1 guckt. Es kommt jetzt immer im Wechsel Let's Dev und H1Z1. Haut rein. Ciao!